Hallo Leute, heute zeige ich euch das neue Kristall-Easter Egg, beziehungsweise Quest oder was auch immer, weil ein Easter Egg ist ja nicht unbedingt. Sehr schwer ist es ja nicht versteckt, ihr seht es ja auch auf der Karte, das ist immer markiert mit so einem riesen Kristall, als das seht ihr auf der Minimap und auf der normalen Karte. Wenn ihr jetzt einen gefunden habt, dann schießt ihr hier den ersten ab und dann fangen an die anderen Kristalle zu spawnen. Die spawnen immer im 50, 70, 80, 100 Meter Umkreis, sage ich mal. Da müsst ihr ein bisschen flink sein. Weil es geht nach Zeit und es kommen auch immer mehr Zombies dann. Also passt auf, das ist echt ein bisschen, ich sag mal, unnötig anspruchsvoll fordernd. Ihr seht's ja, die Kristalle hängen hier überall rum. Ich schieße 4-5 Stück ab. Mein Kollege hat auch 4-5 Stück abgeschossen. Also es sind so, keine Ahnung, zwischen 8 und 10 Stück. Aber wir sind zu zweit. Ich weiß nicht, wie viele es sind, wenn ihr alleine spielt. Keine Ahnung. Oder wenn mehr Leute spielen, ob es dann mehr sind. Wie gesagt, ihr müsst ein bisschen Gas geben und aufpassen, weil da kommen schon relativ viele Zombies und so. Wenn ihr es falsch macht, dann hört ihr so ein Lachen und es war ein Fail und ihr kriegt gar nichts. Wenn ihr es richtig macht, dann seht ihr das jetzt gleich. Mein Kollege hat es jetzt da oben nicht gesehen, aber der hat den letzten Kristall abgeschossen und dann ist hier der Aufsatz getroppt. Das ist das Aether-Tool und das verbessert eure Waffe. Also es kann auch eure Waffe jetzt zum Beispiel auf legendär verbessern, wenn ihr Glück habt. Das ist randommäßig. Alles klar, wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein. Peace.